Falls euch wundert, Jan ist nicht jünger geworden und hat dunkle Haare bekommen, sondern das ist Sergen. Genau, ich bin der Sergen. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr im Footy-Store und arbeite da. Ist mein erster Online-Workshop. Ich fotografiere privat auch sehr viel und gerne und freue mich auf den Abend. Ich glaube, einige von euch haben auch schon mit dir telefoniert oder mit dir zu tun gehabt, gell? Wahrscheinlich, ja. Herzlich willkommen in der Runde. Dankeschön. Dann legen wir mal los. Ein paar Nachzügler haben wir ja meistens immer dabei. Wir würden euch jetzt gleich wieder stumm schalten und habt dabei immer noch die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen, falls wir zu schnell sind oder vielleicht irgendwas nicht ganz so gut erklärt war oder das vielleicht dann nicht so gut rübergekommen ist. Sagt gerne im Chat was Bescheid. Einer von uns beiden redet immer und der andere guckt ein bisschen auf den Chat drauf. Dann denke ich mal, müsste schon passen. Und nachher machen wir dann die Runde wieder auf oder die Mikrofone wieder auf. Dann könnt ihr eigentlich alles Mögliche fragen, auch was nicht zum Thema passt, sondern auch anderes, was euch gerade auf der Seele brennt. Und dann können wir auch gerne darüber sprechen. Fangen wir mal so ein bisschen an. Und zwar Thema heute, das ist Blende, Zeit und ISO. Also so die eigentlich absolute Grundlage in der Fotografie, aber auch die Grundlage, die eigentlich in jedem Foto mit berücksichtigt werden muss. Und wir haben es deswegen jetzt nochmal gemacht, weil manche das noch nicht so wissen und andere das aber schon seit 20, 30 Jahren wissen. Und ich weiß es eigentlich auch schon seit 15 Jahren, mittlerweile fotografiere ich. Aber irgendwie finden wir immer wieder Sachen, wo wir sagen, oh, so fällt sich also die Blende, wenn wir jetzt das mit stimmt, so einer Entfernung arbeiten. Genau. Also es gibt trotzdem immer wieder so Sachen, wo wir dann manchmal überrascht sind, die uns eigentlich auch geläufig sein sollten, aber die hat man halt einfach nicht so im Kopf. Und deswegen haben wir uns gedacht, zeigen wir das auch nochmal so ein bisschen. Und ich würde sagen, fangen wir mit der ISO an. Das heißt, wir haben mal hier so einen Vergleich gemacht, den kennt ihr auch schon von dem vorigen Workshop. Wir haben es jetzt mal hergeholt, weil es eigentlich noch ähnlich ist. Das ist von der Brücke, gleich beim Fujistorm der Ecke, das Rauschverhalten der aktuellen Fuji-Kamera, also APS-C-Kamera. Ja. Und wenn wir jetzt da mal so ein bisschen reingehen, sieht man es auch, man muss ein bisschen reingehen. Man sieht jetzt hier bei ISO 160, im Prinzip ist es eigentlich eine saubere Aufnahme, da fällt jetzt gar nicht so viel großartig auf. Das kann sein, dass es jetzt nicht ganz so sauber ist, dadurch, dass sie eben bei Zoom übertragen wird. Aber im Prinzip geht es auch darum, wie verändert sich denn das Bild, wenn ich jetzt mit unterschiedlichen ISO-Werten arbeite. Und da sieht man auch gerade in den Feinheiten so ein bisschen, und man sieht hinten den Busch, dass die Details so ein bisschen verschwimmen, nicht mehr ganz so sauber dargestellt werden, je höher meine ISO geht. Jetzt auch in so ein ISO Richtung ISO 12800. Und woher das kommt, das haben wir uns auch schon, also wollten wir jetzt auch noch mal kurz erklären. Genau. Und das erklärt uns das selber. Genau. Und zwar die ISO stammt, wie man es, wie oft auch immer, aus der analogen Fotografie. Die ISO ist oder war oder ist, sagen wir es so, die Empfindlichkeit, die Lichtempfindlichkeit des Films. Und wir denken jetzt aber digital, heißt die Lichtempfindlichkeit des Sensors bei den Fuji-Kameras oder generell eben. Und zwar ist es so, dass jeder Sensor eine Standard-Lichtempfindlichkeit hat. Und wenn ich jetzt wenig Licht in der Umgebung habe und ich möchte nicht zu lange belichten oder die Blende nicht zu offen haben, dann muss ich eben mit der ISO hochgehen. Heißt, die Kamera oder der Sensor, die Lichtempfindlichkeit des Sensors wird eben künstlich gesteigert, sodass ich eben ein helleres Bild bekomme und das verursacht dann eben auch dieses das Rauschen, was ich oftmals habe, genau. Also es gibt eigentlich so eine natürliche ISO, die jeder Sensor hat. Genau. Die fängt bei Canon in der Regel bei ISO 100 an, bei Fuji bei ISO 160. Mhm. Gibt es ja auch noch die gerechnete ISO, die geht dann nochmal runter auf ISO 100 oder 50 bei Fuji. Mhm. In der Regel wird aber eigentlich empfohlen, dass man auf dieser natürlichen ISO bleibt, weil alles, was gerechnet ist, ist in der Regel nicht ganz so gut wie das normale. Also von daher... Ja. Macht es für mich nicht so einen Sinn, dass man auf ISO Low geht. Das kann ich auch in der Kamera einstellen. Aber man sieht es hier auch ganz gut. Das heißt, die ISO, die der Sensor hat, die dargestellt wird, also es empfiehlt sich auch immer, so einen kleinen Test zu machen.
Weil ISO ist eigentlich überhaupt nichts Genormtes, sondern das macht jeder Hersteller so, wie er das für richtig hält. Und deswegen gibt es auch immer so diese Diskussion, wer macht die ISO richtig oder nicht richtig. Das ist eigentlich, weiß ich, also eine Diskussion, die eigentlich auch nicht wirklich viel Sinn macht. Damit ändert man die Hersteller auch gar nicht. Aber jeder hat auch ein anderes Empfinden. Also wenn ich jetzt sage, für mich ist ISO 6400 das Maximale, was ich machen würde, dann kannst du ja auch sagen, ja, für mich ist aber ISO 12800. Also das ist. Das stimmt. Ich meine, es kommt immer darauf an, wie sehr einen das Rauschen oder, ja, sagen wir, die Körnung vielleicht so ein bisschen, wie sehr die einen stört. Manche gehen auch nur bis ISO 3200 oder sogar weniger und holen das Licht dann eben durch eine längere Belichtungszeit oder eine offenere Blende raus. Mhm. Genau. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Das heißt, man hat noch andere Möglichkeiten, die ISO zu unten zu halten, je nachdem, also auch über die Sensorstabilisierung, ist eigentlich immer das Ziel, die ISO möglichst weit unten zu halten. Also, dass man Bild so, ich sag mal jetzt mal, so sauber wie möglich ist, dass ich eine gute Schärfe drin habe und wenig Rauschen eben. Genau, da sprichst du aber schon was Gutes an, und zwar, je höher die ISO ist, umso, wir haben es ja auch gerade auch gesehen, umso schwieriger wird es auch, die ganzen Details sauber darzustellen. Also dann hat man eigentlich unsaubere Motive mit dabei, wo die Schärfe nicht mehr ganz so sauber ausschaut. Was aber jetzt auch wieder dummerweise also nicht immer gleich ist, sondern es kommt ganz schön darauf an, wenn ich jetzt ein Bild, zum Beispiel ISO 12800, gucke ich mir das auf dem Handy-Display an, sehe ich von dem Rauschen so gut wie gar nichts. Gucke ich mir das auf dem Bild an mit 10x15 zum Beispiel, also auch relativ klein, ist ISO 12800 nichts. Das kann ich eigentlich ohne Probleme machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild auf A3, A2 vergrößern möchte, dann ist es ganz anders. Das haben wir euch auch hier mal so ein bisschen dargestellt. Das ist eigentlich eine Aufnahme. Ihr seht es unten schon. Wir haben die ganzen Parameter auch auf die Bilder nochmal aufgedruckt oder unten reingeschrieben. Das sind ISO 12800. Also ist jetzt nicht das schönste Motiv, aber ich bin jetzt gestern mal ein bisschen rumgelaufen und das war das Erste, was mir so, also es ist in der Nähe vom Fuji-Store. Auf die Entfernung sehe ich eigentlich nicht wirklich, dass ich jetzt ISO 12800 habe. Gehe ich aber jetzt hier rein, sehe ich jetzt schon eher, dass die Details nicht mehr ganz so sauber da sind. Aber ich kann Gesichter noch sauber erkennen, ich kann die Blätter noch sauber erkennen. Aber man kann dieses Reinzoomen so ein bisschen werten, als wenn ich jetzt auch das Bild deutlich größer irgendwo zeigen würde. Also es kommt ganz stark darauf an, was mache ich, was habe ich mit dem Bild später vor, in welcher Größe möchte ich das darstellen. Und dementsprechend muss ich auch die ISO bewerten, die ich dann da einstelle. Das ist der erste Punkt, dass ich da eben gucke. Dann kommt es auch noch darauf an, wie ist mein Umgebungslicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel tagsüber mit ISO 12800 arbeite, ich sehe das jetzt hier, dann sehe ich von diesem Rauschen auch wieder deutlich weniger, als wenn ich das nachts mache. Wenn ihr euch oben mal den Himmel anschaut, dann seht ihr hier das auch viel stärker. Also tagsüber könnt ihr freier mit der ISO arbeiten als nachts oder wenn es dunkel ist. Oder auch, wenn ihr dunkle Partien im Bild habt, ist genau das Gleiche. Das heißt, habt ihr dunkle, schwarze Partien im Bild, dann sehe ich das Bildrauschen eher. Also jetzt wie bei uns hinten zum Beispiel, oder jetzt seht ihr die ganzen unsere Klamotten und so weiter, da würde ich das Bildrauschen viel eher sehen, als wenn ich jetzt den Hintergrund wegmachen würde und ich hätte jetzt eine weiße Wand. Da würde es jetzt deutlich weniger auffallen. Und es ist auch wirklich oft so, also ich fotografiere auch sehr gerne mal im Dunkeln aus der Hand, wenn ich mal unterwegs bin oder sowas und eben kein Stativ dabei habe. Heißt, ich muss eben mit der ISO höher gehen und es ist wirklich oft so, dass die Bilder, wo eben in echt wenig Licht war oder wo es eben dunkler war, die sind eher unbrauchbar, sage ich mal, wenn ich bei ISO 12800 bin. Aber man hat es ja gerade auch gesehen bei dem Bild vorher, was du tagsüber gemacht hast. Klar, wenn ich ein bisschen reingehe, ein bisschen reinzoome, dann sehe ich schon, dass es jetzt nicht unbedingt mit ISO 200 aufgenommen wurde. Aber so, auch hier bei unserem Bildschirm, wenn ich drauf schaue, sah das eigentlich wie ein brauchbares Bild aus. Genau, ja. Ein weiterer Punkt ist aber auch noch, wenn ich jetzt, das habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, also nicht hier als Beispielbild, mache ich jetzt so eine Aufnahme mit einem höheren Rauschen in ein Schwarz-Weiß-Bild oder konvertiere ich das, dann ist diese Körnung, die ich jetzt hier zum Beispiel habe,
die kann ein Stilmittel sein. Die passt eigentlich dann teilweise sehr gut dazu. Das bedeutet, gerade wenn ich jetzt Menschen fotografiere, das habe ich auch schon gemacht, mir war das Rauschen einfach zu hoch, aber ich musste aber jetzt bei Porträt eine gewisse Verschlusszeit machen, um die Bewegung dieser Menschen eben sauber hinzubekommen. Dann war das Bild in Farbe nicht so schön durch dieses Bildrauschen. Habe ich das aber in Schwarz-Weiß konvertiert, war das eigentlich durch diese Körnung ein schönes Stilmittel und hat eigentlich ganz gut dazu gepasst. Ja. Also man kann auch dieses Bildrauschen so ein bisschen in den Bildstil mit einarbeiten und damit dann im Prinzip arbeiten. Ja, ich meine, das ist immer Geschmackssache, ob man jetzt, ob Rauschen einen wirklich stört, ob man es gerne im Bild hätte oder ob das, ja. Was man aber generell auch sagen muss, bei Fuji ist es das Rauschen, ja. Mir kommt es immer so vor, dass sie es echt hinbekommen haben, dass es recht homogen ausschaut. Ja. Also jetzt im Dunkeln bei 12.800 ist natürlich ein bisschen schwer, aber ich sag mal so bei 6.400, bei 8.000, da sieht es für mich noch oft so aus, als ob es noch okay ist. Also man muss jetzt auch hier sagen, ISO 12.800 haben wir jetzt gemacht für den Workshop. Um es einfach mal zu zeigen, wie es ist. Aber Fuji hat es wirklich hinbekommen, dass das Rauschen so ein bisschen an Filmkorn ähnelt. Ja, vom Lutz haben wir jetzt gerade nochmal einen Hinweis, was auch stimmt. Das heißt, es gibt ja dieses Farbrauschen, das Luminanzrauschen, also Luminanz für Helligkeitsrauschen. Das Helligkeitsrauschen kann ich als Stilmittel sehr gut nutzen. Das Farbrauschen ist eher schwieriger, also das macht mir mein Bild so ein bisschen kaputt. Ja. Wobei Fuji eigentlich mit dem Farbrauschen deutlich weniger Probleme hat, finde ich, als manche andere Hersteller. Mhm. Also ich habe auch schon für andere Hersteller gearbeitet und von daher muss ich sagen, ist es hier ganz gut umgesetzt. Wir haben jetzt auch noch einen kurzen Hinweis und zwar der Mario hat auch geschrieben, ISO verstärkt das, also das Signal, was du ja vorhin auch schon erklärt hast, das heißt, jeder Sensor hat ein gewisses Rauschen mit dabei. Das ist einfach so, auch durch die Technik, durch die Stromflüsse. Und wenn ich jetzt ein höheres ISO habe, dann heißt es ja, dass einfach mein Signal verstärkt wird. Genau. Und dadurch wird eben auch das Bildrauschen verstärkt und kommt eben dann höher. Das hängt, also man kann es nicht entkoppeln, das hängt einfach zusammen. Deswegen ist eben unser Ziel, möglichst die ISO unten zu halten. Und da kommen wir eigentlich schon zu den nächsten Themen, weil wir haben ja das sogenannte Belichtungsdreieck, das zeige ich euch gleich nochmal. Und das hängt ja alles zusammen. Das heißt, wenn ich die ISO unten halten möchte, muss ich entweder meine Blende aufmachen, also den Blendendurchgang vergrößern, damit mehr Licht reinkommt. Dadurch kann ich korrigieren, die ISO unten halten, oder ich kann über die Verschlusszeit arbeiten und meine Verschlusszeit verlängern. Wenn ich jetzt natürlich Bewegungen fotografieren möchte, sportlich oder irgendwas in Richtung, dann sind mir so ein bisschen die Hände gebunden. Also da muss ich ja mit der Verschlusszeit die sehr stark verkürzen. Und dann kann ich teilweise nur noch über die ISO arbeiten. Aber dann geht es einfach nicht anders. Aber guck mal da mal den nächsten Punkt mit rein. Wenn ihr Bilder nachher bearbeiten wollt. Kannst du erstmal vielleicht das Original zeigen? Oder? Ja, das Original haben wir da nicht mit dabei. Haben wir nicht mit? Doch, hier. Ah, genau. Also das ist jetzt nicht ganz das Original, ich habe es hier auch schon so ein bisschen aufgehellt, aber das war jetzt bei uns in der Nähe so ein Fußgängertunnel, der unten durch ist, unter der Straße drunter durchgeht, der jetzt sehr dunkel ist. Möchte ich jetzt diesen Fußgängertunnel aufhellen, also den Schatten aufhellen, was ja bei Fuji normalerweise kein Problem ist, sollte ich schon gucken, wie hoch meine ISO ist. Also je höher meine ISO ist, das seht ihr nämlich jetzt hier, ihr könnt es hier oben ganz gut sehen, im Nachhinein die Schatten aufzuhellen, da kommt natürlich dann auch das Bildrauschen dann deutlich raus. Während ich das Rauschen oder die ISO ist ja im gesamten Bild gleich, aber während ich hier im Mauerwerk auf der rechten Seite praktisch wenig Bildrauschen sehe, bei 12.800 sehe ich hier bei den aufgehellten Bereichen schon ein ganz deutliches Rauschen mit dabei. Und da sieht man auch wieder das, was wir vorhin angesprochen hatten, je mehr Licht ich habe, desto weniger stört die hohe ISO. Und wenn ich dann eben in die Schatten reingehe, dann fällt es auch wirklich auf. Und jetzt, wenn ich es dann eben noch im Nachhinein hochziehen möchte, dann habe ich eben dieses wirklich unangenehme Rauschen. Genau. Und wenn ihr euch über die ganzen Werte jetzt hier unten wundert, warum ich dann hier mit 8000 und Blende 9 arbeite und dann die ISO so dermaßen nach oben ziehe, das macht kein vernünftiger Fotograf. In dem Fall war es aber jetzt so, ich habe die Aufnahmen vor 2 Tagen gemacht. Das war Sonne, am nächsten Tag war auch Sonne. Irgendwann muss ich die Bilder fertig haben für den Workshop. Also
musste ich das jetzt irgendwie auf ISO 12800 hochziehen. Und dann bleibt mir nur die Möglichkeit, die Verschlusszeit so stark zu verkürzen, dass möglichst wenig Licht auf den Sensor auftrifft. Weil durch die ISO 12800 ist ja der Sensor sehr empfindlich eingestellt. Und mit Blende 9 schließe ich meine Blende im Endeffekt und gucke da auch nochmal, dass weniger Licht reinkommt. Also das war jetzt ganz einfach da, deswegen, um jetzt so ein Bild zu provozieren, praktisch mit so hohen ISO für den Workshop. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Frage. Könnt ihr noch was zur ISO-Invarianz erzählen? Muss ich ganz ehrlich sagen, nein, kann ich nicht. Also kenne ich mich nicht aus, also ich kann das schlichtweg nicht erklären. Das können wir gerne hinten anstellen. Also ich kann mir das merken und beim nächsten Workshop weiß ich, was es ist und dann kann ich es auch gerne erklären, auch mit Beispielbildern. Aber jetzt in dem Zusammenhang auch, du hast jetzt auch reingeschrieben, wichtig für Astrofotografie, mache ich praktisch gar nichts. Also wir haben jetzt auch nochmal vor, mit dem Herrn Pfeiffer, der ja auch schon mal wegen der Astrofotografie da gewesen ist, nochmal einen Workshop zu machen. Und der kann es mit Sicherheit, also wenn es damit zusammenhängt, sehr, sehr gut erklären. Ich gehe mal davon aus, ja. Entweder weiß ich, wann der Astro-Workshop ist oder ich kann es ja nächste Woche dann, übernächste Woche, Entschuldigung. Nee, nächste Woche haben wir Stammtisch und dann fällt der Online-Workshop aus. Also übernächste Woche kann ich es dann auch erklären. Schreib es mir gleich auf, damit ich merke. Das jetzt nochmal, das heißt, wenn ihr wisst, dass ihr Schatten aufhellen wollt, dass ihr also sehr stark mit dem Bild später arbeiten wollt, guckt, dass die ISO möglichst stark unten bleibt. Umso weniger Probleme habt ihr mit den Schatten. Das ganze Bild jetzt bei ISO 160, 320 aufzuhellen im Schattenbereich ist eigentlich kein Problem. Es gäbe hier jetzt auch nochmal die Möglichkeit, man sieht ja das Rauschen in den Schattenbereichen relativ stark, über eine Ebene zu arbeiten. Das heißt, dass ich in den dunklen Bereich als Ebene maskiere und dann nach dem Aufhellen nochmal so einen Weichzeichner drüber schicke. Dann fehlen mir zwar ein paar Details, aber das Rauschen würde jetzt nicht so stark aufhellen, weil jetzt in dem Bild, wenn ich das jetzt so aufhelle, fällt mein Bild, mein Blick schnell in diesen dunklen Bereich, weil er eben durch dieses Rauschen halt sehr stark auffällt. Aber das könnte ich dann nochmal bei einem Weichzeichner nochmal ein bisschen korrigieren. Genau. Okay, bis zum Stammtisch weiß ich jetzt auch nicht. Können wir uns da gerne erklären, genau. Gut, das mal als kurze Ergänzung zur ISO. Dadurch, dass wir aber beim Belichtungsdreieck mit... Jetzt kommen die bisschen spannenderen Sachen, sage ich mal. Also für mich zumindest, weil man durch Blende und Belichtungszeit wirklich mehr gestalten kann. Ja, die ISO, das ist, ja, eigentlich hast du recht. Das heißt, die mit Blende und Verschlusszeit gestaltest du sehr viel. Ja. Und die ISO ist eigentlich mehr so ein Hilfsmittel, um das einzusetzen, würde ich jetzt mal eigentlich so umsetzen. Ja. Ja. Und mit der Verschlusszeit muss man mal gucken. Die muss ich auch so ein bisschen regeln, je nachdem, was ich jetzt fotografieren möchte. Wenn ich jetzt irgendwas habe, was sich jetzt so gut wie gar nicht bewegt, dann kann ich mit der Verschlusszeit die relativ lange einstellen und muss nur ein bisschen gucken, was kann ich denn aus der Hand noch halten? Das heißt, was kann ich noch ruhig halten, ohne dass ich verwackle? Und das heißt nicht, dass ich so wackel, sondern diese ganzen Mikrowackler, die ich in der Hand habe, die ich so nicht sehe, die sehe ich aber später im Bild, weil das halt vorne sich einfach bewegt. Wenn ich sehr viele Aufnahmen mache, zum Beispiel zur blauen Stunde oder auch nachts durch die Stadt durchlaufe, dann kann ich schon über eine interne Stabilisierung sehr viel korrigieren. Also gerade jetzt im Weitwinkelbereich, so und bei einer Viertelsekunde, wenn man da arbeitet, kann man die ISO eigentlich ohne Probleme auf ISO 400, 500 unten lassen und kann trotzdem schöne, scharfe Aufnahmen machen. Das heißt, ich habe saubere Bilder durch die geringere ISO und habe jetzt zwar alles, was sich bewegt, wenn Menschen durchlaufen, die habe ich jetzt mit einer Unschärfe mit drin, die sind einfach zu schnell gelaufen. Aber wenn es mir um die Landschaft geht, wenn es mir um die Häuser geht, dann ist das kein Problem, die habe ich scharf drauf. Die laufen nicht weg, das ist eigentlich kein Problem. Habe ich aber jetzt irgendwas, was sich schneller bewegt, dann bleibt nichts anderes übrig. Dann muss ich die Verschlusszeit verkürzen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Menschen fotografiere, der geht, dann bin ich bei einer 125. ungefähr. Mhm. Wenn es meine 80-jährige Oma ist, dann kann ich wahrscheinlich mit der 60. auch arbeiten. Die bewegt sich jetzt nicht ganz so schnell. Wenn sich das kleine Kind bewegt, dann muss ich unter Umständen bei einer 140. arbeiten. Aber das gehört auch wieder zu den Sachen, das müsst ihr ein bisschen austesten und das wisst ihr aber nach ein paar Testschüssen, wisst ihr, wo die Verschlusszeit ist, bei der dann alles eigentlich scharf ist. Genau. Jetzt haben wir noch kurz eine kleine Frage zu ISO nochmal. Und zwar, was die native ISO der T4, der XS10 und der H1 ist. Ich glaube, die T4 und bei der S10, da müsste ja 160 sein, bei den X-Trans-4-Sensoren. Die XA1 hat ja noch den Trans-3-Sensor.
Heißt, da müssten es dann 200 sein. Genau. Von der Verschlusszeit, wir haben jetzt mal ein paar Aufnahmen gemacht, wo wir verschiedene Bewegungen mit drin haben, um euch das mal zu zeigen. Das heißt, wir haben ja mal diesen Test für die Displayschutzfolie gemacht und haben so eine Nuss auf dem, hinten auf dem Display kaputtgeschlagen. Um das jetzt so aufzunehmen, das heißt, wie diese ganzen, die Schale ist wegsplittert, haben wir eine 4000stel gebraucht. Das heißt, wir mussten das relativ schnell machen, um das halt einzufrieren. Ja. Und jetzt war ein bisschen unser Problem, dass das Licht, das war bewölkt draußen. Wir haben zwar so eine Videoleuchte gehabt, man sieht das ein bisschen, die kommt von der linken Seite. Die hat auch nicht ganz ausgereicht. Das heißt, wir mussten da von der ISO trotzdem auf 800 hochgehen. Und die Blende wäre sinnvoller gewesen, wenn wir stark abgeblendet hätten, weil wir dann einfach auch mehr Schärfe drin gehabt hätten. Aber dann hätte man die ISO noch höher setzen müssen. Da sind wir wieder beim Belichtungsdreieck. Die Verschlusszeit war eigentlich fix, da konnte man nicht runtergehen, um das halt einzufrieren. Die ISO wollen wir möglichst gering halten und deswegen muss man die Blende auch einigermaßen offenblendig haben, um dementsprechend Licht reinzubekommen. Genau. Hätten wir die Blende geschlossen, hätten wir die ISO stark nach oben ziehen müssen. Dann haben wir jetzt eine Aufnahme von dir. Genau. Das war und die Pro 2 wahrscheinlich. Das genau, ist die Pro 2. Ich habe eben meine ISO niedrig gehalten bei 200, bei der nativen ISO der Pro 2. Jetzt wollte ich aber hinten, also der Mann saß da, und ich wollte, dass man hinten die U-Bahn, die gerade vorbeifährt, dass man die Bewegung von der U-Bahn einfängt. Und deswegen habe ich dann eine 15. Sekunde verwendet. Ich glaube, das müsste sogar noch aus der Hand gewesen sein, weil ein Stativ hatte ich auf jeden Fall nicht dabei. Heißt, das Bild habe ich aus der Hand geschossen. Und genau, also meine ISO, die will ich so niedrig halten wie möglich. Meine Verschlusszeit war eigentlich auch schon so grob fest, was ich verwenden möchte, die 15. Sekunde. Und deswegen war es, damit ich es korrekt belichte oder mehr oder weniger korrekt belichte, die Blende bei 2,5. Also ich finde das auch gut hingekommen. Also sieht eigentlich schön aus und ist ein schönes Bild. Hier sieht man auch ganz gut. Von der Brennweite her, fragt der Lutz nochmal. Das ist das 3514. Also da muss man sagen, hast du auch, also die Pro 2 hat keinen internen Stabilisator. Genau, die hat keinen Stabilisator. Dann eine 15. Sekunde so aus der Hand zu halten, ist auch schon wirklich gut. Also da hast du eine sehr, sehr ruhige Hand. Das ist eigentlich schon in einem Bereich mit drin, die schaffen wenige dann auch ruhig zu halten. Was ich hier finde ist, ich habe ja gerade gesagt, wenn man Menschen fotografiert, braucht man so diese 60. bis 140. Ja. Hier ist natürlich eine Ausnahme, er sitzt, er bewegt sich sehr wenig und dadurch kannst du runter auf eine 15. und hast ihn trotzdem scharf drauf. Er bewegt sich jetzt sehr wenig, hätte er jetzt den Kopf nach links und rechts bewegt, wäre der Kopf unscharf gewesen und das hätte nicht funktioniert. Wenn ich jetzt auch ein Stativ dabei gehabt hätte und das nicht aus der Hand gemacht hätte und mir gedacht hätte, okay, ich würde gerne eine halbe Sekunde belichten, dann wäre er wahrscheinlich auch ein bisschen unscharf drauf, weil er sich wahrscheinlich in echt auch ein bisschen, dass er vielleicht den Kopf ein bisschen hin und her, wenn er nicht gewackelt hat, aber dass er sich eben leicht bewegt. Aber so mit einer 15. geht es eigentlich schon, wenn die Person wirklich ruhig da sitzt oder steht. Mhm. Dann schauen wir uns das mal an. Das heißt, das ist kein Hase, das ist mein Hund, obwohl er so aussieht. Da habe ich aber auch wieder eine 4000stel genommen. Unter Umständen hätte auch eine 2000stel gereicht. Da habe ich jetzt einfach ein bisschen auf Sicherheit gesetzt. Also ich war draußen, ich habe wirklich mehr als genug Licht. Die ISO hätte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter nach unten setzen können. Das ist jetzt ein bisschen der Geschwindigkeit geschuldet. Also da habe ich jetzt nicht ganz so aufgepasst. Aber mit einer 4000stel ist man mal draußen, wenn die Sonne eh scheint, gut dabei, wenn man es einfrieren möchte, ist eigentlich. Jetzt hat der Lutz nochmal geschrieben, und der Zug wäre verwaschen gewesen. Das stimmt natürlich auch. Ich meine, da ist dann wirklich das Gestalten ist dann im Vordergrund, wie möchte ich, dass es ausschaut. Mhm. Und mit einer 15. Sekunde bekomme ich dann eben diesen Look hin. Wenn ich jetzt, wie der Lutz sagt, wenn ich es jetzt länger belichtet hätte, dann würde es auch nicht so ausschauen. Das ist auch immer gar nicht so einfach, so eine Bewegungsunschärfe richtig hinzubekommen. Also das ist teilweise, weil der Zug fährt auch ein oder aus, das heißt, er hat eine variable Geschwindigkeit, keine fixe Geschwindigkeit. Und dann muss man schon manchmal ein bisschen austesten, ist auch Glückssache. Und das, finde ich, ist das Schöne an solchen Bildern auch, dass man dann irgendwann stolz auf sein kann, weil man sagt, Mensch, das habe ich jetzt so hinbekommen, das ist genau das, was ich haben wollte. Und das kriegt aber jetzt nicht jeder hin. Das ist schon so ein bisschen. Also ich denke, das ist jetzt keine jahrelange Übung oder sowas, aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt,
dann entwickelt man auch so ein Gefühl dafür. Ja. Genau. Das haben wir jetzt hier ähnlich gehabt. Das war jetzt mit dem 100-400. Ich glaube auch so ungefähr auf 400 mm. Und das habe ich jetzt auch mit der 250stel gemacht. Das ist auch eine relativ kurze Verschlusszeit, aber dadurch, dass die Autos jetzt so schnell fahren, ist es halt, hat man diese Bewegungsunschärfe und dann diesen Mitzieher zu machen. Das kann ich ja auch beim Flugzeug machen oder bei irgendwas anderem. Dieser Mitzieher ist mir nicht ganz so einfach, dass die Schärfe von vorn bis hinten auf dem Auto drauf ist. Ich glaube, da habe ich aber auch 30 Bilder gemacht. Und da sind, glaube ich, zwei, drei sind gut und den Rest habe ich auch so ein bisschen, den konnte ich wegschmeißen. Da muss ich aber auch sagen, das ist eins meiner Lieblingsbilder von dir, weil das Bild so hinzubekommen mit einem 100-400, hast du gesagt. Mhm. Und dann heißt, ich muss wirklich meine Kamera oder eben das Objektiv mit dem Auto ziehen. Genau. Das kann man mit dem Fahrrad auch ganz gut testen. Das heißt, wenn man draußen eigentlich irgendwo ist und wo einer so ein paar so Radfahrer vorbeikommen, da kann man mit so einem Mitzieher ein bisschen arbeiten, mal mit so einer 30stel, 40stel, 50stel ungefähr. Dann entweder einem größeren Einzelautofokuspunkt oder einer kleinen Gruppe und dann auf jeden Fall den Autofokus auf Continuous stellen, weil wenn ich ja mitziehe, dann ändert sich ja trotzdem die Entfernung. Das heißt, der ist erstmal ein bisschen weiter weg, dann kommt er theoretisch von der Distanz her ein bisschen näher ran und dann ist er wieder weiter weg. Also er fährt zwar eine Linie, aber zu mir verändert sich die Entfernung. Und deswegen muss man da um Continuous-Fokus gehen und dann hat man auch so einen guten Ausschuss, aber es ist auf jeden Fall, das sind die Bilder mit dabei, die einfach passen. Das habe ich aber auch schon mit meiner Nichte gemacht. Auf den Spielplätzen gibt es so dieses Seil, wo die sich dranhängen können und dann von einer Seite auf die andere springen können. Das ist genau das Gleiche mit der 30stel, dann hast du sie drauf, wie sie halt lachen und dann der Hintergrund komplett verschwommen ist. Also es gibt da schon viele Einsatzbereiche, wo man es einfach mal probieren kann. Es gibt dann tatsächlich auch sehr schöne Bilder. Und wenn es dann funktioniert, also das ist wirklich schön. Also das freut man sich richtig dann über solche Aufnahmen. Ja. Das ist jetzt bei mir und bei uns auch immer nur so eine grobe Richtlinie für uns. Das sind jetzt so die Punkte, die jetzt uns interessieren. Man muss mal ein bisschen gucken, was man jetzt fotografieren möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel tanzende Menschen fotografieren möchte, ist man so im Bereich nach 400stel bis 500stel. Wenn man sowas macht, einfach mal ein bisschen Zeit nehmen und vorher so 3, 4 Probeschüsse machen und diese Probeschüsse angucken und die Verschlusszeit mal so ein bisschen durchtesten. Das funktioniert immer ganz gut, weil eben jede Location ist anders vom Licht her, draußen, drinnen, Hochzeit oder keine Ahnung, und dann kann man ein bisschen gucken. Und da ist auch immer ganz praktisch, wenn man einfach ein Objektiv hat, was sehr lichtstark ist, bedeutet, der Blendenwert, den das Objektiv maximal ausrichten kann, der Blendenwert ist sehr klein, zum Beispiel Blende 1,4 oder Blende 2. Das bedeutet, die Blende selber kann sich sehr weit öffnen und kriegt dadurch viel Licht rein. Jetzt haben wir aber viel zum Gestalten erzählt bei der Belichtungszeit. Was wir vielleicht noch kurz sagen sollten, ist, dass warum das Bild überhaupt heller wird, wenn ich länger belichte. Aber ich denke, es ist recht einfach, aber dadurch, dass wir es jetzt auch ein bisschen erklären. Gerne, und zwar ist es die Belichtungszeit ist einfach die Zeit, die, also wenn ich jetzt eine Sekunde belichte, wird mein Sensor eine Sekunde lang belichtet. Heißt, eine Sekunde lang kommt Licht auf den Sensor drauf. Und deswegen ist, je länger ich belichte, das Bild auch heller. Und es kommt immer darauf an, wie viel Licht hast du draußen. Ja. Und dementsprechend kommt eben Licht an oder mehr oder weniger Licht an. Und das kann man dann immer noch korrigieren durch die Blende und durch die ISO, indem es verstärkt oder weniger. Dann hat die Kamera einen Verschluss und dieser Verschluss regelt es eigentlich. Das heißt, er gibt Anfang und Ende von der Verschlusszeit fest und geht eben hoch oder geht runter. Genau. Oder man hat einen elektronischen Verschluss. Das wird dann mehr oder weniger elektronisch gelöst, dass das dann irgendwann die Kamera sagt, so jetzt ist Feierabend und liest es dann zeilenweise aus. Aber das ist ein bisschen so wie beim Wasserhahn. Praktisch machst du ihn auf, kommt das Wasser rein. Ja. Kommt eine gewisse Menge rein und dann machst du ihn wieder zu und dann hast du eine gewisse Menge in deinem Eimer, wenn man es so mal übersetzen möchte. So, dann schauen wir uns die Blende an. Für alle, die sowas noch nicht gesehen haben. Ich habe mal hier einen Fuchtblender hergeholt und auch ein weißes Blatt Papier drunter gesetzt. Und da seht ihr so ein bisschen, wie das Ganze ausschaut von der Blende. Ich habe, das sieht man scharf. Ja, geht ja. Das, was ihr unten sieht, was sich öffnet und schließt, das ist so sichelförmig, sind das Metallplättchen, die dann die Blende bilden. Und
Das kann unterschiedliche Anzahl an Blendenlamellen geben. Das können 6, 9, 11 Blendenlamellen werden. Und man sieht auch ein bisschen, wenn ich die Blende schließe, also ich abblende, dann wird mein Durchgang, wo das Licht durchkommt, deutlich kleiner. Seht ihr das so? Ich glaube, jetzt ein bisschen geschickt, besser jetzt ein bisschen besser. So, mache ich das auf, wird mein Durchgang größer, es kommt also deutlich mehr Licht rein. Das wäre jetzt im Moment, jetzt habe ich es komplett geöffnet, das ist Blende 1.2. Also mein Blendenwert wird sehr klein und die Blendenöffnung wird sehr groß, ich kriege sehr viel Licht rein. Schließe ich meine Blende, wird mein Blendenwert größer, das könnt jetzt, ich muss mal vorne drauf gucken, man sieht das hier ein bisschen. Wir haben jetzt hier Blende 8 oder Blende 16. Dann sieht man auch, dass die Öffnung sehr klein ist, also es kommt nur noch sehr wenig Licht rein. Das kann ich nur noch korrigieren, indem ich jetzt die Verschlusszeit verlängere oder die ISO eben nach oben setze. Beim Focklen haben wir jetzt den Vorteil, dass wir jetzt hier ein vollmanuelles Objektiv haben. Das heißt, ich kann die Blende tatsächlich so bewegen. Das Ganze funktioniert in den Fuji-Kameras dann elektronisch und das ist aber zum Zeigen immer ein bisschen ungeschickt. Deswegen sieht man es hier einfach ein bisschen besser. Für mich war am Anfang mal so ein bisschen schwierig zu verstehen, kleiner Blendenwert, kommt viel Licht rein. Das war für mich immer so ein bisschen, aber ist der Blendenwert klein, ist die Blendenöffnung sehr groß und es kommt einfach viel Licht rein. Und deswegen ist es wichtig, wenn ich jetzt oft irgendwo arbeite, wo ich jetzt wenig Licht habe, dass ich ein Objektiv habe, was eine hohe Lichtstärke hat. Also Lichtstärke insofern, die Blende kann ich weit aufmachen. Blende 1.2 beim 56er oder bei den meisten anderen auf Blende 1.4. Umso mehr Licht kommt rein. Und damit kann ich meine ISO wieder unten halten. Das ist der große Vorteil. Und der Vorteil ist, dass ich jetzt damit auch noch mal ein Bild gestalten habe, das haben wir vorhin gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt die Blende möglichst groß, also möglichst öffne und die Blendenzahl klein ist, dann habe ich auch eine sehr kleine Tiefenschärfe. Auch wieder in Abhängigkeit von der Entfernung, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Motiv habe, ich möchte dich jetzt fotografieren, dann kann ich Blende 1.4 zum Beispiel wählen. Genau. Dein Gesicht ist scharf und dann wird es aber schon an den Ohren unscharf. Wenn ich jetzt Blende 11 habe, dann habe ich alles scharf, dann habe ich hinten die Fensterbank und die Wand alles scharf. Also ich kann damit mein Bild gestalten, ich kann also mein Motiv abheben vom Hintergrund oder kann eine Verbindung herstellen. Dafür haben wir jetzt auch wieder so ein paar Beispielbilder hergeholt. Seht ihr es hier ganz schön, das heißt, wir haben hier die EXIF-Daten nicht gehabt, deswegen haben wir jetzt hier nichts dabei, aber genau, das dürfte auch sehr Blende 1.4, ISO 200 waren das und dann eben die entsprechende Belichtungszeit. Das ist in dem Fall meine Freundin, die ich fotografiert hatte. Und ich habe das Bild jetzt mal mit reingenommen, weil es ist auf der einen Seite ein positives Beispiel dafür, dass ich sage, okay, ich möchte wirklich eine, jetzt in dem Fall eine Person, herausheben und ich möchte wirklich, dass der Fokus auf der Person liegt und der Hintergrund soll wirklich ausgeblendet sein, sage ich mal, ja. Im Nachhinein, also ich habe das Foto gemacht, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, vielleicht hätte ich doch ein bisschen abblenden sollen, dass man auch noch ein bisschen mehr Detail im Hintergrund sieht. Also das war in dem Fall in Rom und ich meine, die Häuser da hinten sehen eigentlich ganz schön aus und da hätte ich mir im Nachhinein auch ein bisschen gedacht, okay, ich hätte abblenden sollen, dass man auch ein bisschen die Umgebung sieht. Wobei ich da sagen muss, also ich finde das eigentlich sehr gut. Also das war jetzt auch eine Seitengasse. Das wird man jetzt nicht unbedingt mit Rom in Verbindung gebracht, vielleicht das mit stimmt, Italien. Ja. Aber jetzt bei dem Bild ist es so, dass du sie komplett rausgeholt hast und so diesen leichten Schein noch so in den Konturen mit drin gehabt hast und einfach durch dieses Abblenden du auch diese Lichter hinten noch als schöne Punkte da gehabt hast. Hast jetzt zwar den Kontext zum Urlaub noch nicht so dabei gehabt, aber ich finde in dem Fall wäre es jetzt auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen. Aber da ist auch so ein bisschen der Punkt, dass man da mal auch im Blick haben sollte, soll man ein Motiv eine Verbindung zum Hintergrund haben oder eher nicht? Ist es nur dafür da, wenn der Hintergrund nämlich jetzt uninteressant ist? Wenn ich jetzt, wir sind ja auch im Hinterraum mit dabei, wenn ich jetzt eine Aufnahme von dir machen würde, ein Foto von dir machen würde, der Hintergrund ist mir völlig egal. Also sieht jetzt auch hier nicht so ordentlich aus. Das bedeutet, ich kann mit Hilfe der Blende den Hintergrund komplett in die Unschärfe reinbringen und kann dann einfach dich rausarbeiten und dich dadurch in eine weichere Umgebung bringen. Wenn ich aber jetzt im Urlaub bin, ist es ja manchmal gewollt einfach, dass du, wenn es jetzt vom Kolosseum wäre oder irgendwas in der Richtung,
dass man so einen Bezug zum Hintergrund hat. Oder wenn wir jetzt erstmal die andere Aufnahme anschauen. Hier. Jetzt kam noch eine... Also erstmal danke, Lutz, für das Kompliment. Okay, das stimmt, man kann die Freundin auch zu Hause fotografieren, aber in Rom. Aber in dem Fall liegt es wahrscheinlich daran, dass die Freundin ein schönes Bild von sich in Rom haben wollte. Genau. Das Bild ist eher weniger für mich gewesen und viel eher für meine Freundin dann. Aber das stimmt natürlich, ja. Und was wir jetzt hier nochmal haben, da hattest du auch gesagt, da hast du zu viel Hintergrundschärfe oder hast du vorhin zum Beispiel gemeint? Finde ich jetzt gar nicht. Nee, ich hatte gemeint zu wenig Schärfe im Hintergrund. Genau, ich hätte mir, also ich meine, ich habe jetzt in dem Fall ISO 100 sogar nur. Ich hätte ruhig ein bisschen mehr abblenden können, damit man zumindest, ja, man sieht da hinten so ein bisschen genau, das Italia, genau, Italia, Roma, dass man da so ein bisschen mehr, ich meine, man kann es so halb lesen, aber es wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen, wenn man noch mehr davon lesen kann. Also ich finde es so eigentlich perfekt, weil du eigentlich du hast einen Fokus auf den Motorradfahrer und wirst dann so ein bisschen gelenkt so in die Straße rein, weil er guckt auch in die Straße rein und du hast auf seinem Helm noch diese schönen Spiegelungen von dem Himmel, von den ganzen Gebäuden und so weiter. Und das ist Italia, ist genau so, dass man es lesen kann. Okay, ja. Weil hättest du es jetzt offenblendiger gemacht, das heißt Blende 1,4 oder weniger, dann wäre das vielleicht schon zu verschwommen gewesen. Dann hätte man diesen Verkehr gar nicht mal so gesehen. Genau. Und hättest du mehr abgeblendet, dann wäre das zu stark da gewesen. Man hätte den Motorradfahrer oder den Rollerfahrer gar nicht mehr so wahrgenommen. Das stimmt natürlich. Das ist immer so ein bisschen der Punkt, was man haben möchte. Und manchmal macht es auch Sinn, dass man einfach mit verschiedenen Blendenstufen arbeitet. Einfach mal Blende 2, also wenn man die Zeit hat. Ich meine, da wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ewig gewartet werden, um zu übersteigen. Genau, Lutz sagt jetzt auch, die Straße schärfer wird sehr wuselig. Stimmt, ja. Das ist, also ein schönes Bild ist immer auch ein bisschen ein ruhiges Bild, das ein bisschen Ruhe ausstrahlt und so weiter. Und ich finde, das hast du hier eigentlich ganz gut gemacht. Also es gibt so ein bisschen den Alltag wieder. Ich finde es eigentlich, so hat es auf jeden Fall gepasst. Mit der Blende gibt es aber jetzt auch wieder... Immer noch? Gucken. Ah, nee, klar. Das ist der Rechner. Ja, okay. So. Mit der Blende muss man aber auch ein bisschen gucken. Und zwar, was ich euch auch noch ein bisschen zeigen möchte, die Blende hängt auch nicht nur von der Blendenzahl ab, sie hängt auch davon ab, was für ein Objektiv nutze ich. Das heißt, je weitwinkliger mein Objektiv wird, umso größer ist meine Tiefenschärfe auch. Und je näher ich an meinem Motiv dran bin, umso kleiner ist meine Tiefenschärfe. Ja. Und zwar, das sieht man hier ganz gut, wir hatten hier so einen kleinen rostigen Hydranten. Sowas findet man auch beim Fuji Store. Und das war das 18-1,4 oder 23-1,4, eins von beiden. Aber wenn ihr mal seht, ich habe hier Blende 7,1 eingestellt. Und die Schärfe ist genau von dem Buchstaben zum dem Buchstaben. Das ist nicht weit, aber ich hatte auch ungefähr so 30 cm zu meinem Schärfepunkt. Und damit ist mein Schärfebereich deutlich kleiner. Also die Entfernung zu meinem Motiv ist also sehr ausschlaggebend. Gucken wir jetzt mal hier weiter. Kannst du nochmal zurück zu dem Bild? Ja. Genau. Das ist auch so ein Foto. Wir sind ja beide ein bisschen rumgelaufen und haben fotografiert. Und als du mir das dann gezeigt hast, du hast mir noch nicht gezeigt, welche Blende das ist. Und ich hätte wirklich gesagt, ja, Blende 2 oder sowas. Blende 2,8, ich weiß nicht, sowas in irgendeinem Dreh. Aber dann hieß es, okay, Blende 7,1. Und ich hätte eigentlich mehr abblenden müssen. Also ich meine, wenn ich jetzt mehr abgeblendet hätte, wäre nämlich links diese Blüte mehr vorgekommen und wäre der Übergang nicht so, also eigentlich mag ich das nicht so, wenn der Schärfebereich, dieser Übergang so abrupt ist. Und das ist ja hier der Fall. Deswegen hätte ich jetzt hier eigentlich noch mehr abblenden müssen, um das, also finde ich zumindest, um das vernünftig hinzubekommen. Das ist nämlich das, wo wir jetzt auch auf dieses Thema gekommen sind, Blendezeit ISO, weil genau solche Sachen habe ich auch total unterschätzt. Ja. Wo ich auch gesagt habe, also ich hätte das jetzt auch anders eingestellt und wir waren überrascht, als ich dieses Bild angeschaut habe. Was eigentlich logisch ist, aber man hat es trotzdem nicht immer im Kopf. Und deswegen haben wir diesen Workshop jetzt nochmal gemacht. Und also Blende 7,1. Und hier haben wir Blende 4 und wir haben alles scharf. Das ist jetzt allerdings ein Bild vom Jan. Genau. Da kann ich jetzt nicht genau sagen, was er für eine
Brennweite drauf hatte, aber das dürfte das 56er das gewesen sein. Also 33er. 33 oder 56er? Ich glaube, als er beim DTM-Rennen war, da hat er, glaube ich, das 33er dabei gehabt. Ja. Und da sieht man auch Blende 4, aber er hat seinen Fokuspunkt relativ weit nach vorne gesetzt oder dadurch, dass hier die Schärfe, nee, 33 kann ich fast nicht sagen, oder? Also er hat die Schärfe so ein bisschen in die Mitte reingesetzt. Also hätte er die Schärfe komplett vorne auf das Kolosseum drauf gesetzt, dann dürften eigentlich hier hinten, hier vorne die Bäume nicht scharf sein. Also ich denke, er hat das manuell gemacht und hat das hier irgendwo ungefähr in die Mitte reingesetzt oder hier so in dem Bereich, um die, das so hinzubekommen. Weil sonst kriegst du den Anfangsbereich nicht scharf und nicht hinten scharf. Aber ihr seht hier, Blende 4 und er hat eigentlich eine viel, viel höhere Tiefenschärfe mit dabei, weil einfach dieser Schärfepunkt deutlich weiter vorne ist. Jetzt kam die Frage, gibt es den Abblendhebel der analogen auch noch bei den aktuellen Fujis? Ja klar, das kannst du mit der Taste legen. Also es gibt ja bei den eine Abblendtaste und dann kann ich, also ich kann entweder den antippen und dann sehe ich die Blende oder ich lege so eine Taste drauf, das ist aber kein Problem. Dass ich halt sehe, wo ist meine Schärfe und dann im Vorfeld das ein bisschen einschätzen kann, oh, bevor ich das Bild gemacht habe, weil sonst muss ja, habe ich ja wieder ein Bild, was ich löschen muss, deswegen. Aber da sieht man eigentlich sehr schön, also guckt ein bisschen, wie ist euer Motiv, wie nah seid ihr am Motiv oder wie weit ist euer Schärfepunkt weg und mit welcher Brennweite arbeitet ihr, weil wenn ich jetzt viel Licht brauche und ich arbeite jetzt mit einem 18-1.4 zum Beispiel und will damit 1.4 fotografieren, reicht es, wenn ich meinen Schärfepunkt auf 4-5 Meter setze und bei mir ist eigentlich fast alles scharf. Mit Blende 1.4. Mit dem Teleobjektiv mit 1.4 zu arbeiten, funktioniert so gut wie gar nicht, weil dann habe ich wirklich einen kleinen Schärfenbereich. Da tue ich mich sehr schwer, da muss ich stark abblenden. Bei der GFX sollte es eigentlich auch eine Taste sein, also dann kann ich das nächste Mal gerne nachschauen. Sollte bei der eigentlich auch, das ist eigentlich ziemlich gleich. Und da kann ich eben bei der Kamera auch diese, ich kann diese Skala unten im Bild einblenden, im Display einblenden, wo ich diese Tiefenschärfe mit dabei habe. Aber probiert das mal ein bisschen auf, das heißt, wenn ihr Licht braucht, weil ihr bei wenig Licht fotografieren wollt, guckt, dass ihr weiter in den Weitwinkelbereich reinkommt, dann könnt ihr eben auch offenblendig arbeiten und habt trotzdem noch einen vernünftigen Schärfebereich, mit dem ihr dann arbeiten könnt. Also Teleobjektive mit einer guten Blende, also 2.8 oder 2.0, hat Fuji auch, ist kein Problem. Haben wir auch auf Vorrat da, könnt ihr direkt kaufen. Liegt aber bei 6.000 Euro ungefähr, also 200mm 2.0 liegt bei 6.000 Euro. 18-1.4 liegt bei 949 Euro, also ist deutlich günstiger. Deswegen, also wenn das irgendwie möglich ist oder wenn ihr viel Licht braucht, guckt, ob das möglich ist, dass es mehr im Weitwinkelbereich runterkommt und dann könnt ihr es auch machen. 18-55 zum Beispiel, wenn man das jetzt als Standardobjektiv drauf hat, habt ihr als Anfangsblende 2,8 bei 18mm und bei 55mm hat das Blende 4. Deswegen hat das vorne am Objektiv draufstehen 2,8 bis 4,0. Also es ist immer Anfangsblende und Endblende, wenn die das nicht durchgängig haben. Die Blende 2,8, also wo möglichst viel Licht reinkommt, hat es 18,55, aber bis 21mm. Erst dann geht es auf Blende 3,5 runter. Also braucht ihr Licht, guckt mal, dass ihr in einem Brennweitenbereich 18 bis 23er seid, mit dem ihr arbeiten könnt. Also ihr seht ein bisschen diese ganzen Werte, die sind nicht so fix. Also es ist ein bisschen Übungssache, damit zu arbeiten, zu gucken, wie kann ich mit der Blende arbeiten. Das ist für mich auch ein großer Vorteil, wenn man jetzt mit einer Festbrennweite arbeitet. Ich finde, dass es da viel einfacher ist, dass man das Objektiv kennenlernt und weiß, welche Entfernung, bei welcher Blende, welche Tiefenschärfe, also dass man da viel schneller das Objektiv einschätzen kann und dann damit auch vor Ort besser im Alltag arbeiten kann. Das ist beim Zoom halt, gerade wenn das Zoom jetzt keine feste Lichtstärke hat, immer ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir das jetzt, was wir jetzt gerade so ein bisschen gehabt haben, so ungefähr, dann ist das für die Gestaltung eigentlich sehr ein Vorteil. Das heißt, wenn man gucken möchte, immer auf den Hintergrund achten, Vordergrund, Hintergrund, also gerade mit der Blende, was es angeht. Und die Blende kann ich, also auch wenn ich jetzt ein lichtschwaches Objektiv habe, also sprich irgendwie so ein Tele 70-300 oder sowas, dann kann ich ja auch trotz dieser Lichtschwäche mit dem Telebereich schön mein Motiv freistellen. Also das geht eigentlich da.